werden wir einigen sich was richtig Hartes liefern. Weil wie gesagt, es ist ja so der Contender. Es wird gesucht, der Herausforderer für den nächsten Titelkampf im Weltergewicht. Lockerer Kick von der einen Seite mit einem etwas lockeren Beantworten von anderen. Und jetzt, ja, Finina Fuckermann darf eins nicht vergessen. Der Mann in der schwarzen Kampfshort, ganz 19 Jahre alt, also echt noch ein junger Bursche. Da sieht man noch so ein bisschen, er ist ein bisschen unorthodox, ja. Stürmt nach vorn, ohne große Vorbereitung. Oh, Single Leg. Bringt den Gegner zu Boden, der aber ist sofort wieder oben. Prostika. Na Fuga, sehr kräftiger Körperbau, muskulöser Typ. Ostiga dagegen eher so ein bisschen unauffällig, aber auch einen guten Ringer-Background. Ja, und guck dir den an, der ist auch nicht schmal im Kreuz. Hä? Ja, und der Papa kommt auch aus dem Ringen, das heißt, ich gehe davon aus, er weiß, was er tut. Da, ja, da versucht die Rolle einzusetzen. Und das, jetzt muss er zeigen, was er schon drauf hat. Der gute Nafuka, da hätte er übersteigen müssen. Na, die Chance hat er sich nehmen lassen. Versucht von der Seite ranzukommen. Ist drin, der Griff ist drin. Erster Submission-Ansatz. Ja, der muss jetzt, der löst ihn selber. Ja, das ist noch ein bisschen wahrscheinlich dieser Ungestümheit geschuldet, dass er doch diesen vorteilhaften Griff aufgegeben hat. Mafeni, und er will eher in die Mount-Position. So, beide jetzt hier mit kurzen Ellbogen-Jabs. Kurzes Durchatmen. Saria muss aufpassen. Versucht überzusteigen. Genau das hat er geschafft. Genau das hätte er vermeiden sollen. Ganz schwierig. Jetzt muss er ihn ranziehen. Saria muss sich ranziehen, an den Gegner richtig dran klammern, wie so eine feuchte Nudel an ihm kleben. Ja, und Hafeni Nafuka macht's gut. Erstmal Position sichern und dann wird er sicherlich versuchen, hier den Griff der Catalina runterdrücken. Den kann er, glaube ich, nicht lange halten. Da, jetzt, den Griff kann er nicht halten. Und jetzt wird gleich ein Ground-and-Pound-Feuerwerk losgehen. Nein, schau an. Oh, das Amber, ist der Ringer. Amber-Ansatz. Das ist der Ringer. Das ist der Ringer an ihm. Guck an, Zaria. Da switcht das ganze Ding rum, ja, und Nafuka ist in Problemen. Ja, aber Nafuka wollte den Armbar ansetzen. Postiga hat ihn gut verteidigt, hat seinen eigenen Arm arretiert, festgehalten. Jetzt wurde die Armbar-Position. Oh, das wird gefährlich. Das wird gefährlich. Nee, also Postiga jetzt, er darf auf keinen Fall loslassen. Er darf nicht loslassen. Dann zieht er lang. Armbar. Aber, guck ihn dir an, Saria gibt nicht auf. Hält gegen, noch hält er gegen. Gefährliche Situation. Guck an, wie der zieht. Er muss sich jetzt um seine eigene Achse drehen. Ja, aber Veni riecht den Braten. Stark, jetzt einbringt, sofort zurück. Wir haben immer noch unter Kontrolle. Ja, Catalina macht das gut bisher. Und rausgedreht. Windet super Aktion. Aus. Respekt. Super gekontert. Ganz stark. Und das Publikum ist sofort da. Jetzt ist hier Stimmung. Ja. Richtig hoch her geht's in der Olympiahalle. Die schenken sich nicht, guck an, die sind so ineinander verkeilt. Starkes Kämpfen am Boden, was wir hier sehen. Jetzt müssen sie beide durchschnaufen. Jetzt haben sie sich echt viel abverlangt. Und jetzt überhaupt nicht gerade zu erkennen, wer hat jetzt eigentlich einen Vorteil gerade. Zaharia ist vielleicht oben vom Körper her, aber sitzt auf seinem eigenen Popo, wie man sieht. Und das ist eine ganz schlechte Position, da kann er eigentlich gar nichts machen. Und wieder die Armbar-Situation. Und wieder versucht er sich rauszuwinden. Oh, guck. Schau dir an, wie er den Hals blockiert an den Füßen. Jetzt wird es ganz schwierig, sich da rauszudrehen. Hat ihn jetzt ganz gut arretiert. Dreht sich jetzt mit, lässt sich einfach mitdrehen. Stark rausgedreht. Das ist wie ein Krokodil eigentlich, der einen Griff hat. Hängt da dran. Aber Respekt. Perfekte Kontert. Der Gegenangriff. Und die Halle steht Kopf hier. Und wirft den Gegner. Take down. Und der gibt kein bisschen nach. Wahnsinn. Zäher Hund. Na, alle beide. Und
das wird nicht reichen. Da kraftlose Schläge, die sind völlig ausgepumpt. Na, Nafuka hat gar nicht die Power, jetzt richtig dazu zu setzen. Was für eine erste Runde in diesem Weltergewichtsduell zwischen Zaria Catalina Postica und Hafeni Nafuka. Wahnsinn, das ging hin und her. Beide hätten den Sack zumachen können. Mehr noch vielleicht Hafeni Nafuka, der hatte zweimal schon den Armbar. Aber er konnte den Gegner nicht ruhig halten und der hat sich gedreht und gewunden. Zahari Catalin Postica, der war hier eigentlich die ganze Zeit in der Defensive. War wirklich, ja, aber schau mal an, arg für in so ein Bedrängnis. Mann, ja, 1,78 Meter groß, bewegt er sich schnell, geschmeidig, dreht sich raus. Zweimal den Armbar gekontert. Jetzt natürlich die Frage, wie viel Kraft hat das gekostet? Wen hat es mehr Kraft gekostet? Und die noch größere Frage, die ich mir gerade stelle. Wie wird diese Runde gewertet? Ich habe jetzt keinen. Na, die Runde doch, also doch. Ganz klar für Hafeni wird sie kriegen, sicherlich. Nafuga kriegt die Runde. Ja. Leute, das kann ein Applaus unmöglich alles sein für diesen Kampf. Die Runde hat Nafuga geholt. Ein Fall zur zweiten Runde, Second Round. Super, die Jungs. Tolle erste Runde. Ich bin gespannt. Mega. Er ist müde, jetzt geh nach vorne. Komm, ja. Sind beide müde. Oh, Postiga scheint richtig müde zu sein. Guck mal, wie der im Rückwärtsgang ist. Der taumelt so, der wird hier so schlapp, ja, als wenn er so. Ja. Aber es kann natürlich ein Lockmittel sein. Schau mal, wie der weggeht. Mach ihm Druck, gib ihm keine Luft. Die sind beide jung. Die haben beide viel investiert in der ersten Runde. So, oh, dann ein Spinning Backfist probiert. Nafuka. Jetzt wird er ihn ausheben, zu Boden bringen, aber. Das muss nichts heißen, denn Postica hat super Ringer-Skills gezeigt in dieser ersten Runde. Postica sieht müde aus. Sieht sehr müde aus. So, Nafuka versucht drüber zu kommen. Genau, er will in die Mount-Position. Drückt die Hüfte runter von Postica, um sein Bein freizukriegen. Postica wieder in der Verteidigung. Also ich glaube, dass die jetzt ein bisschen ruhiger rangehen, ist sicherlich diesem enormen Tempo der ersten Runde geschuldet. Und jetzt fangen wir an zu punchen. Wir sind garantiert beide jetzt etwas müde. Die Frage ist, wie schnell... Er steigt mühelos rein. Wie schnell jetzt Ground and Pound. Und jetzt bin ich gespannt, ob Postica sich nochmal rausfinden kann. Ob er jetzt nochmal die Kraft hat, ihn abzuschütteln. Vielleicht mal kurz hier so hochzudrücken, ja. Aber das macht Nafuka gut. Er lässt sich jetzt eben nicht abwerfen. Sichert sich erstmal die bessere Position. Schlupft jetzt durch die Arme, aber sofort wieder. Zaria immer so ganz kurz mit der Hüfte nach oben. Nafuga braucht auch ein Päuschen. Er atmet schwer. Ist beide. Aber er kann sich ja Zeit nehmen. Er ist in der besseren Position. Er sammelt jetzt ein bisschen Kraft. Ja, das macht Postica aber gut. Rutscht ganz weit nach unten, ganz was zur Gürtellinie seines Gegners. Und jetzt wieder dieses schnelle Hochgehen. Ja, aufpassen, der am Boden liegen darf nach oben kicken. Der von oben darf nicht nach unten kicken. Das ist verboten, solange einer am Boden liegt. Jetzt muss Hafeni rumgehen. Postica dreht sich immer, dreht sich mit wie so eine Schildkröte. Gott, Treffer mit der linken, die hat gesessen. Im Rücken möchte ich Nafuga natürlich nicht haben. Und Postica mit Sicherheit auch nicht. Da muss er sich drehen. In der Position darf er nicht bleiben. Na, jetzt kommen die Schläge. Jetzt, wie viel kann Postica jetzt noch aufbringen? Kann er noch mal durch eine Bewegung seinen Gegner runterbringen? Er versucht jetzt mit, ja, mit der Würge. Postica hat wahrscheinlich jetzt das Glück, dass Nafuga nach der ersten Runde auch schon etwas müde ist und zwischendurch auch immer ein bisschen verschnaufen muss. Der Atem, der rasselt ja hier wie zwei alte Dampflokomotiven, schnaufen die da drin. Jetzt streckt er ihn aus. So, und nun muss Postica gucken, der Griff war kurzzeitig drin. Aber der Postica ist zäh. Alter, jetzt mach zu und beend das Ding. Du holst den Sieg nach Hause, komm. Also die Anweisung, die befolgt Nafuka sehr gut. Also er hat ein richtig gutes Ohr auf seine Coaches, hört drüber, was die sagen.
versucht jetzt den Arm unter das Kinn zu bringen. Einfach über dem Gesicht, komm. Ja, und jetzt kriegt er wieder die Anweisung, kurz punchen, damit der Gegner die Deckung lösen muss. Aber Postika, der gibt nicht, der gibt echt keinen Zentimeter nach. Jetzt kann ich, doch, der Arm scheint unter dem Kinn drunter zu sein. Nein, wieder gelöst. Postika, der macht das geschickt, der macht das auch relativ unauffällig. Das ist nichts Hektisches bei ihm zu merken, keine Panik für einen 20-Jährigen, der in so einer brenzlichen Situation ist. Ja, macht er das schon gut. Und jetzt klemmt er die Arme einfach unter seine Achseln ein. Nafuka kann nichts machen. Ja, die Hand. Bringt auch diese Deckung hoch und bietet ihm eigentlich nur an, dass er unter seiner Achsel durchgreifen kann. Und dann klemmt er die Arme wieder ein. Hier zu sehen, Nafukas linke ist schon wieder so halb gebunden. Postiga versucht sich jetzt bis zum runden Ende einfach zu retten. Er musste einfach gegenhalten. Sieht nicht so aus, als würde noch mal kontern. Er versucht einfach nur die Runde auf gut Deutsch zu überleben. Er lässt aber auch nicht zu, dass Nafuka hier das Finish macht. Ende der zweiten Runde. Puh, auch bei uns erstmal durchatmen. Schau mal, die kommen beide kaum noch hoch. Ja. Und tolle Geste. Da hilft einer dem anderen, die sich gerade eben noch alles abverlangt haben, erstmal wieder rüber in die Runde, in die Ecke. Harter, fairer Fight. Und wir hatten vom Prinzip her die gleiche Situation wie in der ersten Runde. Nafuka war derjenige, der versucht hat, das Ende herbeizuführen. In der ersten Runde war es mit Armbar. Hier war es in der zweiten Runde dann anfangs mit Ground and Pound. Und dann zum Ende hin in der Rückenposition dann auch wieder mit Submission, mit einer Würgetechnik. Pastiga hat er gut verteidigt. Bin gespannt, ob der nochmal richtig zurückkommt hier in diesem Kampf. Saria Catalina Postiga. Übrigens, welcome back. Ja klar, das Motto von Wheeler MMA. Wir sind zurück. Kampf, wenn Sie das genauso sehen. Der Kampfabend wird ja übertragen bei BTV. Die Wiederholung, die ist dann bei BTE online verfügbar. Da kann man sich später auch nochmal alles anschauen. Und natürlich auch in der Mediathek dann direkt auf der Homepage von Wheeler MMA. Und jetzt wollen wir erstmal wissen, wie geht dieses Duell aus zwischen Saria Catalina Postiga und Hafeni Nafuka. Jetzt nochmal versucht es Kicks. Beide schleudern das Bein hoch, aber man sieht ihn an, das ist nicht mehr mit der richtigen Power. Oh, das war weder technisch noch mit besonders viel Kraft. Das war nach vorne, das war mehr so ein, ja, guck mal, ist also so ein reingestopselt, also reingestolper eher. Postiga sieht sehr müde aus. Ja, das hast du aber auch schon am Anfang der zweiten Runde gesagt und die hat er auch durchgehalten. Der ist, vielleicht guckt er so ein bisschen verschlafen und logischerweise hat er viel Kraft gelassen. Der Nafuka mit der linken versucht jetzt mit Schlägen. Postiga greift sich das Bein und will natürlich jetzt selber mal in die bessere Position am Boden kommen. Hafeni wirkt einfach, dass er ein bisschen kräftiger ist. Deshalb kann er sich den Gegner eher mal zurechtschieben, zurechtlegen. So, jetzt kurze Schläge auf die Seite. Ja, da sieht man im Hintergrund auch den Papa von Postiga. Der brüllt und schreit und kämpft mit seinem Sohn. Ja, das ist Grigore Postiga. Hafeni, jetzt machst du den Sack zu, komm. Da in dem blauen Shirt. Aber er kann jetzt schon stolz sein auf seinen Sohn, weil der so lange mitmacht, wie der so lange durchhält. Alle brenzlichen Situationen bis jetzt abgewehrt hat, wieder jetzt in der schwierigen Situation ist. Rückenposition. Nafuka müsste von oben her schlagen, er müsste jetzt einfach viel schneller schlagen, aber dem fehlt genauso die Power. Und deshalb kann er jetzt auch nicht so richtig durchziehen. Der Arm wäre gut, der Arm sitzt schon ganz gut drin. Guten Ansatz. Er müsste jetzt versuchen, seinen Körper weiter von sich aus gesehen nach rechts zu bewegen. Ja, zwischen sich und seinen Gegner, quasi, also zwischen Matte und seinem Gegner. Jetzt müsste er machen, jetzt müsste er runter sich schlängeln. Aber dem fehlt auch die Kraft. Boah, die schleppen sich hier beide durch. Es wird vielleicht wirklich eine Willensnummer jetzt werden, die dritte Runde. Und das kann dann auch ganz schnell kippen. Ja, wieder der Kontakt zum Coach in seine Ecke. Nochmal ein paar Anweisungen abholen.
So, wieder oben, wartet wieder. Wollte schon ansetzen zum Ground and Pounder. Fuka hat dann abgebrochen und hat sich erstmal die Position, die Rückenposition gesichert. Aber guck mal, die Schläge, das ist bestenfalls noch ein Anklopfen als ein Hinschlagen. Ja, er kriegt den Arm nicht hin. Ja, Postika hat immer sofort seine Rechte dazwischen. Ja, es ist noch 2 Minuten Zeit und jetzt hat er drin. Jetzt hat er drin den Griff. Jetzt muss er ziehen. Stretchen, die Beine stretchen, dann hat er es gemacht. Ja, aber Postika gibt nicht nach und ja, Fuka löst den Griff. Warum? Dem fehlt die Kraft. Der ist jetzt auch schon erschöpft. Und anscheinend fehlt ihm das letzte bisschen Kraft. Das mit der anderen Seite. Vielleicht ist der linke Arm noch ein bisschen mehr mit Power gesegnet bei Nafuka. Jetzt hat er ihn. Jetzt ist er drunter. Jetzt muss er ziehen. Das sieht jetzt gut aus. Jetzt hat er es. Jetzt klopft er. 3 Minuten 36, glaube ich, waren rum. Das dürfte ungefähr gewesen sein. Und er holt sich den verdienten Sieg. Hapeni Nafuka, Namibian Nightmare. Er zeigt an, da war Schluss, da habe ich es gefinisht, da war es aus. Aber er hat lange und hart und zäh dafür kämpfen müssen. Aber absolut verdient der Sieg. Ja, er hat sich angebahnt. Da, das waren schon Situationen, wo man denkt, da ist er weit oben drauf. Da kann er Ground and Pound starten. Dann kommen diese kurzen Schnäpper, mit denen Postika sich Luft gemacht hat. Wieder die Situation, wieder oben auf. Hat er sich selber noch seinen eigenen Arm in den Weg gelegt. Und bis er endlich diesen Griff sicher angebracht hat. Aber ein Riesenkompliment an Zaria Catalina Postika, der sich hier fast volle 3 Runden lang wirklich so hart verkauft hat, so gut verkauft hat. Ja, der schon in der ersten Runde eigentlich in Situationen war, wo man gedacht hat, da kommt er jetzt nicht mehr raus. Aus dem Armbar, ich erinnere. Und dann aber wirklich zäh gekämpft hat, sich da rausgedreht hat. Guck mal hier, da macht er eine große Ansage. Hat er mal gesagt, meine, er ist jetzt hier in einem Weltergewicht, aber er wollte gerne mal den Leichtgewicht-Champion, den Cam Garibekor, den wollte er gerne mal vor die Fäuste und vor die Füße bekommen. Jetzt verdient das Urteil. Und wir wollen's hören. Ladies and Gentlemen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Kampf Nummer 5 ist zu Ende und wie immer, wenn ein Kampf zu Ende ist, hätte ich ganz gerne einen Applaus für beide Kämpfer für einen großen Kampf. Moment! Zaharia Katharin Postika und Hapeni Nafuka. So, und jetzt gehen die Münchner hier endlich mal aus dem Sattel und das völlig zurecht. Tolles Duell. Sicherlich nicht technisch das Beste, aber kämpferisch eine Riesenleistung. Und gleich sind wir wieder zurück mit dem Kampf zwischen Chris Wilson und Elias Jacobi. Der Kampf endete in der dritten Runde nach 3 Minuten 25 Sekunden bei Tap Out. Grund dafür war ein Rear Naked Choke. Der Sieg geht an den Mann aus Regensburg, Hapeni Nafuka. Strahlt bis an die Ohrläppchen. Junges Talent. Wie geht's? Hast du noch Luft? Du fragst mich sowas, natürlich habe ich Luft. Noch eine Runde, geht noch. Lass gut sein, ich bin nicht interessiert, aber du hast was zu sagen, denke ich. Ja, ich wollte nochmal Danke an alle Leute sagen, die mir zugeschaut haben, die hier live dabei sind oder sich gerade dann den Livestream angucken. So, es sind viele Leute, die dabei sind und zuschauen. Wirklich nochmal riesen Dank, dass ihr dabei seid beim Profidebüt. Ich sage euch, die Reise geht weiter. Die Reise beginnt erst jetzt. Das ist erst jetzt der Anfang. Glaubt mir, wartet noch 2-3 Jahre. Mein Name ist hier bekannt, glaubt mir. Ich bin das Gesicht MMA Deutschland, das verspreche ich euch. Hapeni, ich würde es gerne umdrehen. Wenn Kämpfer so eine Performance hinlegen, dann haben wir zu danken. Vielen Dank für den Kampf. Danke an euch alle. Danke, Wheel of MMA. Wer geht weiter?